Das ist dafür, wofür wir Fußball spielen, das Spiel. Ich habe es gerade schon im Kreis gesagt, die anderen Spiele gewinnen wir, weil wir eine brutale Qualität in der Mannschaft haben. Aber heute haben wir auch gezeigt, dass wir Fußball spielen können und dass wir kämpfen können. Und wir können stolz sein. Wir können sehr, sehr stolz sein, echt. Wenn man verliert, ist man natürlich unzufrieden. Also, einfache Frage. Aber als Aufsteiger und neu zusammengewürfelte Truppe machen wir es nicht schlecht. Also, ich hatte letztes Jahr dieselbe Aktion, 40. Minute, Dassendorf ein Mann weniger. Und habe dasselbe Spiel hier, machen in der zweiten Halbzeit ein überragendes Spiel, finde ich, in Überzahl. Haben natürlich unsere Torchancen. Dassendorf macht es eng, macht es clever, lässt sich Zeit bei Freistößen. Ist einfach eine erfahrene Mannschaft und das fehlt uns halt. Und unser Manko ist einfach die Torchancenverwertung. Hatten wir in jedem Spiel bisher. Wir brauchen 5, 6, 7 Dinger, um ein Tor zu schießen. Und gegen Dassendorf kriegst du keine 5, 6, 7 Dinger, auch nicht in Überzahl. Und wenn du aus 2 Metern das Ding natürlich daneben machst oder da drüber und am Ende auch in der 92. glaube ich, ja, so eine Chance macht Dassendorf einfach oder ja, müssen wir lernen zu machen, um solche Spiele dann auch entweder zum Unentschieden zu bringen oder umzudrehen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Szene außen nicht gesehen. Ich fand allgemein, ohne jetzt gegen den Schiedsrichter irgendwie zu reden, dass er auf beiden Seiten vielleicht nicht den besten Tag hatte und nicht das beste Gefühl hatte. Aber wir unterstützen Palle, das kann passieren. Es geht weiter und in 2 Spielen ist er wieder da.